Herzlich willkommen in der Kochkajüte. In diesem Video zeige ich euch ein sehr leckeres Rezept für eine Kartoffelfeta-Pfanne. Viel Spaß dabei! Ihr benötigt 3 Esslöffel Olivenöl, gekochte festkochende Babykartoffeln, braune Champignons und Karotten. Alle Zutaten werden nun schön angedünstet. Zudem benötigt ihr noch Paprika, Knoblauch, Thymian, Salz, Paprikapulver, Rosmarin und etwas Zitronensaft. Zu guter Letzt kommen noch Cherrytomaten, Petersilie und Feta-Käse mit in die Pfanne und schon ist die Kartoffel-Feta-Pfanne fertig. Ich persönlich esse die Kartoffelpfanne gerne mit Knoblauchsoße oder Tzatziki, aber da könnt ihr natürlich verwenden, was ihr mögt. Das Rezept findet ihr auch nochmal in der Infobox. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.